Tachchen, also wir machen jetzt unser Live-Experiment, Felix und ich. Ich mache jetzt Schnitzel für euch live. Wir müssen erst noch kurz überlegen, wo wir die Kamera hinstellen. Ja. Und ja, ich drehe es jetzt erstmal um. Ich mache Schnitzel, beantworte dabei eure Fragen und hoffe, dass ihr alle einfach dabei seid und Spaß habt. Und zwar bin ich gleichzeitig zu diesem Video live auf Instagram, deswegen muss ich manchmal auch in diese Richtung gucken. Wie macht man ein perfektes Schnitzel? Als allererstes braucht man natürlich Fleisch. Ich habe hier aus meinem Bioladen Schweineschnitzel. Man kann auch Kalb nehmen, also original wäre natürlich Kalb. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, man muss keine Babytiere mehr kaufen. Vielleicht kann man einfach es schaffen, ohne Babytiere auch leckere Schnitzel zu machen. Deswegen habe ich hier Schweineschnitzel. Und die werden wir nachher richtig, richtig dünn klopfen. Aber als allererstes kümmere ich mich mal um den Gurkensalat, weil ich dachte, ich mache dazu was ganz Klassisches, so ein bisschen wie meine Mutter früher gekocht hat. Und zwar Gurkensalat mit Rahm. Und ich dachte Kresse und Zitrone, weil ein bisschen was Grünes und Zitrone passt gut zu mir. Obwohl ich sagen muss, dass meine Mutter noch lieber Schnitzel isst als ich. Früher als Kind, wenn es ihr nicht so gut ging oder so, habe ich ihr immer Schnitzel gemacht. Philly, machst du mir Schnitzel? Und dann bin ich schnell in die Küche und habe angefangen, Schnitzel zu panieren. Ich schneide mal die Gurken. Und zwar habe ich hier Mini-Gurken gekauft, weil die sind irgendwie viel hübscher und niedlicher. Ich mache jetzt erstmal den Salat fertig, damit ich quasi die volle Konzentration nachher auf die Schnitzel habe. Und zwar macht man das bei Gurken manchmal so, dass man die so ein bisschen salzt vorher, damit das Wasser rausgeht. Hier, so ein bisschen Salz drauf und erstmal ein bisschen stehen lassen. Und in der Zeit kann ich mich ja um meine Schnitzel kümmern und so ein bisschen Aggression loszuwerden. Ich mache das jetzt ganz professionell mit dem Schnitzelklopfen. Und zwar kommt hier Folie drauf und dann nehme ich einen Topf oder eine Pfanne, was ihr habt, und dann geht's los. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich beim Klopfen beantworten kann? Was sind deine nächsten Reiseziele? Ich fahre im November mit AIDA von Hamburg nach Barbados. Da gibt es so eine kulinarische Tour. Ja, und im Herbst habe ich eigentlich Lust, noch mal irgendwie Tel Aviv zu machen oder vielleicht Beirut. Irgendwas, was nicht so ganz so weit weg ist. Ich habe so 5 Tage Zeit. Und da würde ich, glaube ich, gerne mal unberuflich wegfahren. Vielleicht habt ihr Ideen, schreibt gerne mal rein, was für Urlaubsziele ihr mir empfehlen würdet, wo es im Oktober noch warm sein könnte. Jetzt muss man die Schnitzel, das ist auch ganz, ganz wichtig, richtig schön salzen und pfeffern, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Schnitzel nicht gut gewürzt ist. Jetzt fragt jemand, ob der Vegetarismus was für dich wäre. Ich habe mal versucht, vegetarisch zu leben und auch mal versucht, vegan zu leben. Beim Vegetarisch würde ich, glaube ich, schaffen, aber beim Vegansein würde ich einfach am Käse scheitern. Ich esse so gern Käse. Ich habe auch ganz viele verschiedene Käsesorten aktuell im Kühlschrank. Seitdem ich in Südtirol war, kann ich gar nicht mehr ohne Käse. Und jetzt war ich ja letztens auch in Tirol, habe ich wieder so viel Käse mit nach Hause genommen. Ist ja nicht so, als ob es in Berlin nicht auch guten Käse geben würde. Aber wenn man quasi an der Quelle ist, habe ich irgendwie das Gefühl, man müsste noch mehr Käse essen. Ich baue jetzt mal die Panierstraße auf. Und zwar mit 3 Tellern. Und zwar ganz klassisch, erst Mehl, dann Ei. Ein bisschen verquirlen. Würze das Ei immer gerne, damit wirklich alles ganz, ganz lecker schmeckt. Und wenn man will, und ich will ja immer, ein bisschen Zitrone rein. Dann habe ich hier Panko-Mehl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist quasi asiatisches Paniermehl. Das ist ein bisschen gröber als normales Mehl. Und dadurch werden die ganzen Schnitzel noch viel knuspriger. Würdest du gerne auch mal als Coach zu The Taste, so wie Tim Melzer zum Beispiel? Oh, ich würde sehr gerne als Coach zu The Taste. Stellt euch mal vor, irgendwie 3 Wochen lang kann man nur essen und Dinge probieren. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Aber fast noch viel lieber würde ich zu Let's Dance. Da würde ich so gerne mitmachen. Kennt jemanden von Let's Dance? Dann kommen die Schnitzel ins Ei. Und zum Schluss einfach ins Panko-Mehl. Wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Ja, zum Kochen bin ich so gekommen, dass ich noch nie ein anderes Interesse hatte. Ne? Also ich habe mich nicht für Sport interessiert, aber eigentlich wollte ich immer nur kochen, schon als Kind. Also bei dem Poesiealbum in die Zeilen, was sind deine Hobbys, habe ich immer geschrieben. Als erstes Essen halt, als ich noch klein war. Und irgendwann habe ich dann Kochen und Essen geschrieben. Schon als kleines Kind, sagt meine Mutter, habe ich lieber gegessen als gespielt. Ich war ein bisschen dick. Guckt euch mal dieses leckere Schnitzel an. Warte, die Seite. Und jetzt das zweite. Lena fragt, wie stehst du zu Gewürzen wie Muskatnuss oder Kümmel? Ich muss zugeben, dass ich jedes Gewürz mag. Also Muskatnuss finde ich cool und ich kann mir eigentlich keinen Kartoffelbrei ohne Muskatnuss vorstellen. Kümmel finde ich auch super. Ich bin ja in Bayern geboren und Schweinebraten ohne Kümmel, mm-mm. Und ich mag auch gern Kümmel an Brot. Ich mag auch gern Kümmel an Sauerkraut. Und die meisten Leute mögen nur nicht, wenn man auf Kümmel rumkaut. Mein Trick ist dann immer einfach, den Kümmel ganz fein zu mahlen. Da hat man den Geschmack und die Leute müssen aber nicht auf Kümmel rumbeißen und sind dann nicht sauer. Was hätten wir? Jetzt kurz aufräumen. Jetzt ist hier so ein bisschen Wasser entstanden bei den Gurken. Das schütten wir jetzt mal weg. Nun zum wirklich simplen Dressing und zwar nehme ich Sauerrahm, dann Salz
Ich habe ja gesagt, dass ich einen Zitronengurkensalat mache, deswegen ein bisschen Zitronenabrieb. Zitronensaft für die Säure, ein bisschen Pfeffer. Ich verrühre das Ganze mal. Wir brauchen noch einen kleinen Schluck Essig. Ich guck mal, was ich habe. Und zwar würde ich jetzt, glaube ich, einfach so einen ganz normalen Weinbrandessig nehmen. Den hat meine Mutter nämlich auch immer genommen. Der darf auch dazu. Dann brauchen wir noch eine kleine Prise Zucker. Der Gurkensalat kommt jetzt doch wieder in die von dir so gut vorgeschlagene Schale. Und jetzt kommt zum Schluss noch so ein bisschen Kresse drauf, weil das sieht schön aus und ich mag vor allem auch diesen leicht zwiebeligen, scharfen Geschmack. Ach, guck mal. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Traditionell brät man Schnitzel in Butterschmalz an, aber mir geht es irgendwie so, dann kaufe ich Butterschmalz und am Ende des Tages benutze ich es irgendwie nicht und der Rest vergammelt dann sozusagen, weil so oft esse ich auch nicht Schnitzel. Deswegen machen wir einfach den Trick, dass wir das Schnitzel erst in Öl anbraten und zum Schluss geben wir ein Stück Butter dazu, dann schmeckt es fast wie Butterschmalz. Und während das Fett heiß wird, kann ich noch ein paar Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Ach, vorhin hatte noch jemand gefragt, ob du beim Kochen Musik hörst und wenn ja, welche? Oder überhaupt, ob du gerne Musik hörst? Ich höre super gerne Musik und ich habe im Moment so eine Hip-Hop-Phase. Also ich war am Wochenende bei der Aftershow-Party von den Beginnern und von Samy Deluxe habe ich heute gehört beim Kochen. Füchse habe ich ganz laut gehört. Ansonsten höre ich Trettmann oder morgens zum Aufstehen gerne mal Tracy Chapman. Das macht so ein bisschen gute Laune. Wenn es ganz übel kommt, Britney Spears. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr auf Instagram seid. Ja, ich bin sehr musikinteressiert und habe mir auch vorgenommen, irgendwie jetzt wieder öfter auf Konzerte zu gehen. Habt ihr einen Tipp? Achtung, ich guck mal, ob es fett heiß ist. Oh, jetzt geht's los. Und Action. Ein Schnitzel muss schwimmen und man muss es so ein bisschen rumschwenken. Gibt es irgendwas, was dir an deinem Job nicht gefällt? Ja, es gibt was, was mir in meinem Job nicht gefällt. Und zwar generell am Selbstständigsein ist es natürlich total anstrengend, Buchhaltung zu machen. Rechnungen zu schreiben, Zettel, Briefe öffnen. Ah! Eigentlich müsste man sich mindestens einmal in der Woche einen ganzen Tag dafür Zeit nehmen, aber die Zeit hat man natürlich nicht. Und irgendwann wächst einem das so über den Kopf. Habt ihr einen Tipp? Achtung! Oh yeah! Das Gute ist, wenn man Schnitzel gemacht hat, riecht man selber auch den Schnitzel. Ich gebe jetzt mal die gute Butter dazu, damit man diesen schönen braunen Buttergeschmack noch hat. Das sind jetzt vielleicht keine richtig klassischen Schnitzel, aber auf jeden Fall die knusprigsten, die Neukölln seit langem gesehen hat. Und guckt mal, wie schön sich die Panade hier aufgewölbt hat. So flieren heißt das und das ist eigentlich ein Zeichen für ein sehr gutes Schnitzel, wenn die Panade so locker um das Schnitzel herum. So, jetzt darf das Schnitzel raus. Wie richten wir das Ganze denn an? Der Gurkensalat fällt einfach separat dazu. Und ein bisschen Zitrone. Yay! Schnitzel live! Da werde ich erstmal das Schnitzel probieren. Das Schöne ist ja, dass es so richtig schöne Blasen gegeben hat. Das sieht so knusprig aus. Isst man ja am besten alles zusammen. So ein Stück Schnitzel mit ein bisschen cremigen Gurkensalat und dann los. Das Schönste ist, dass die Panade außen so mega knusprig ist und innen total saftig. Dazu der Gurkensalat, der mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Also mir hat das mit Instagram total viel Spaß gemacht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ich das öfter machen soll oder ob ihr lieber normale Rezeptvideos haben wollt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.